Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im NEOS Lab. Das NEOS Lab ist das offene Labor für neue Politik und die Parteiakademie von NEOS. Mein Name ist Dieter Feyerabend, ich bin wissenschaftlicher Leiter im NEOS Lab und es freut mich sehr, Sie und euch heute hier begrüßen zu dürfen. Wir haben heute einen Talk, den haben wir genannt Regierungsarbeit 4.0 zum Pro und Contra von Artificial Intelligence in der Verwaltung. Und das hat einen Grund, warum wir diese Diskussion machen. Und zwar haben wir eine Studie geschrieben, die wir heute im Rahmen dieses Talks vorstellen. Die haben Sie und habt ihr alle auf euren Sitzplätzen. Das wird der heutige Rahmen sein für diese Studie. Ein paar Worte zum Ablauf. Wie schaut der heutige Abend aus? Wir werden beginnen mit einer kurzen Präsentation von ein paar wichtigen Inhalten der Studie. Da werde ich unseren Studienautor begrüßen und anschließend werden wir eine Podiumsdiskussion haben. Diese ist ungefähr für eine Stunde angesetzt, wobei es natürlich, wie immer bei Veranstaltungen bei NEOS, die Möglichkeit gibt, selbst Fragen zu stellen, Kommentare zu stellen und in die Diskussion einzusteigen. Um 20 Uhr würden wir dann einladen auf ein Getränk und ein paar Brötchen und würden den Abend gerne gemeinsam beenden. Dann beginne ich vielleicht mit ein paar Worten, warum dieses Thema. Witzigerweise, die Concept Note dazu habe ich letztes Jahr im Mai geschrieben. Da war noch nicht klar irgendwie, wie zum Beispiel das österreichische AMS seinen Algorithmus einsetzen will. Aber es ist ein wunderschönes Fallbeispiel, gab es in den letzten Monaten eine Debatte irgendwie, es gab eine Innovation innerhalb des AMS, ist das jetzt gut, schlecht, wie wird das eingesetzt? Das heißt, Fragen irgendwie, wie der Staat Daten, Algorithmen oder Artificial Intelligence einsetzt, werden uns in Zukunft begleiten und es ist wichtig, dass wir diese Diskussion auch in der Öffentlichkeit führen und dass wir uns auch anschauen, was ist denn da überhaupt das Thema, was ist wichtig, was sind das für Buzzwords, was heißt denn das eigentlich Artificial Intelligence? Nicht alles, was so benannt wird, ist es auch wirklich und dazu wollten wir eben eine Grundlagenstudie machen, die da einmal ein paar Ankerpunkte setzt und auch einmal aufzeigt, irgendwie, wo kann es angewendet werden, beziehungsweise wo wird es jetzt schon angewendet. Das ist keine Diskussion, wo wir diskutieren, was wird in 20, 30 Jahren eingesetzt. Wir haben auch viele Fallbeispiele in der Studie drinnen, wo man sieht, das findet jetzt statt. Und einer der Ziele des NEOS Labs ist es ja auch, eine Diskussion für und mit mündige Bürgerinnen zu haben. Und das bedeutet, dass man sich gewissen Themen einfach in einer Breite stellen muss und deshalb diese Studie. Und diese Studie wurde geschrieben von jemanden, wo ich mich sehr freue, dass wir ihn gewinnen konnten, und zwar unserem Studienautor Basanta Thapa. Er erforscht Digitalisierung im öffentlichen Sektor als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Kompetenzzentrum für Public IT am Fraunhofer Fokus in Berlin. Er studierte öffentliche Verwaltung, Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaften an der Universität Münster und Potsdam. Und bevor er bei Fraunhofer Fokus begann, arbeitete er als Forscher an der Hertie School of Governance, dem Europäischen Forschungszentrum für Informationssysteme und an der Technischen Universität Tallinn. Herzlich willkommen, Basanta, und damit übergebe ich gleich an dich für eine kurze Präsentation. Ja, vielen Dank, Dieter. Einen schönen guten Abend auch von mir. Ich werde jetzt versuchen, einen Kurzabriss über diese Studie zu geben, ohne zu viel zu spoilern. Das hat auch den Effekt, dass es dann wirklich nicht zu lang wird. Und worum geht es ganz grundsätzlich in der Studie? Es geht um datengesteuerte Verwaltung und Politik, Stichwort Big Data. Das ist quasi der eine Aspekt. Und es geht um Verwaltungsautomatisierung. Das ist der andere Aspekt. Daher kommt dann auch dieses Buzzword-Bingo, was in der Studie zumindest auf dem Titel passiert, dass einfach sehr viele Begriffe fallen gelassen werden. Das versuche ich da aber ein bisschen aufzuklären. Warum ist das jetzt ein interessantes Thema? Das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass wir neue Möglichkeiten haben aufgrund der Datafizierung oder der Verdatung der Gesellschaft. Das heißt, mit der zunehmenden Digitalisierung haben wir einfach wesentlich mehr digitale Daten über das, was in unserer Gesellschaft und in unserer physischen Umwelt passiert. Und mit diesen Daten kann dann auch die Verwaltung arbeiten. Diese Daten
sind insofern, haben eine neue Qualität im Vergleich zu vorher. Nicht nur, dass sie digital vorliegen, sondern sie liegen auch in einer wesentlich höheren Dichte vor. Das heißt, wir wissen wesentlich mehr, wir wissen es wesentlich schneller. Leute, die Wirtschaftsforschung betreiben beispielsweise, freuen sich sehr darüber, dass sie Konjunkturdaten nicht mit einer vielleicht ein-, zweijährigen Verzögerung erst bekommen, sondern im Zweifelsfall darüber in Echtzeit bekommen können, sodass man Wirtschaftspolitik daran ausrichten kann, was gerade passiert und nicht an dem Stand, wie es vor 2 Jahren vielleicht war. Dann ist ein weiterer wichtiger Punkt das Vermaschen dieser Daten, vielleicht eher bekannt unter Linked Data, das heißt, dass man verschiedene Datenquellen, verschiedene Datensätze miteinander kombiniert und besonders interessant wird es dann, wenn ich das gleiche Objekt über verschiedene Datensätze hinweg verfolgen kann, sodass ich wesentlich mehr Eigenschaften dieses Objekts, sei es ein Bürger, sei es ein Haus, sei es ein Auto, zusammenziehen kann und wesentlich mehr darüber weiß. Und ein wichtiger Punkt im Vergleich vielleicht zu traditioneller Statistik, ist auch die Granularität, das heißt die Fähigkeit, auf jeden einzelnen Fall wieder reinzuzoomen und ihn in diesem Datenberg rauszuholen und alle seine Eigenschaften an diesem einzelnen Fall wertzuschätzen. Genau, warum ist das für die Verwaltung so interessant? Was kann man jetzt damit machen, was vorher vielleicht nicht so schlau ging? Das lässt sich ganz grob in 4 Bereiche aufteilen. Das ist zum einen Monitoring, also das reine Beobachten von, was passiert in meiner Umwelt, sei es gesellschaftlich, sei es physisch. Und da besser zu wissen, früher zu wissen, was passiert, darauf reagieren zu können, das hat einen Wert an sich. Dann auch Analysen zu machen, also herauszufinden, was sind eigentlich Ursachen hinter bestimmten Dingen, was sind Muster, die ich erkennen kann und so, dass ich meine Politik darauf ausrichten kann. Also das ist vor allem etwas, was vielleicht weniger für die ausführende Verwaltung, aber eher fürs Erstellen von Politik interessant ist. Wenn ich mir so ein Thema angucke wie Jugendkriminalität und ich mich dann darüber streite, woran liegt das denn eigentlich, dass die Jugendlichen so furchtbar kriminell sind? Sind sie wahrscheinlich nicht, aber als Beispiel, dann kann ich ja unterschiedliche Theorien darüber haben. Warum gibt es denn Jugendkriminalität? Liegt es daran, dass es zu wenig Arbeit gibt oder liegt es daran, dass die Jugend moralisch verroht ist? Und je nachdem, welche Erklärung ich dafür habe, würde ich dann andere Politiken anwenden. Sowas kann man mit Datenanalysen versuchen, empirisch zu unterfüttern und dann vielleicht erfolgreichere Politik zu machen. Ein weiterer Punkt, und daher kommt dann der Teil Predictive Analytics auf dem Titel, sind Vorhersagen. Das ist ja auch das, was künstliche Intelligenzen im Wesentlichen machen. Das heißt, ich gucke mir alte Daten an, schaue mir an, wie haben sich dort Dinge oder Menschen verhalten und extrapoliere dann von da aus, wie werden sich Dinge oder Menschen in Zukunft verhalten, die so ähnlich sind wie vielleicht bestimmte Gruppen in diesen Daten. Das ist natürlich hochinteressant, nicht nur für die Politik, sondern auch für die Verwaltung. Und da kommt dann der Punkt Verwaltungsautomatisierung vor allem rein. Man kann diese Systeme natürlich, wenn ich eine Vorhersage mache, dann kann ich auch eine Entscheidung treffen. Denn ich kann ja auch solche Vorhersagen machen wie auf Grundlage der früher bei mir eingereichten und von mir bewerteten Bauanträge, wie sehr entspricht denn dieser neu eingereichte Bauantrag einem, der früher positiv oder negativ beschieden wurde, oder ich mache es nicht mit künstlicher Intelligenz aufgrund von Lage von Daten, sondern ich nutze regelgebundene Algorithmen, also einfach Algorithmen, wo ich mehr oder weniger meine Bauvorschriften digital abgebildet habe, die dann einfach durchprüfen können. Entspricht denn dieser Bauantrag den geltenden Recht, und dann sagt der Daumen hoch, Daumen runter. Dann ist die Frage, muss da noch ein Mensch drauf gucken oder kann die Maschine das schon entscheiden? Und diese 4 grundsätzlichen Anwendungsbereiche lassen sich im Grunde entlang des gesamten Politikzyklus, also von der Problemidentifikation über die Implementierung von Politik bis hin zur Evaluierung von politischen Maßnahmen durchspielen. Und wenn man genug Fantasie hat, findet man eigentlich in jedem dieser Phasen des Politikzyklus sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Warum wird das im Moment so stark diskutiert? Was ist attraktiv daran? Kann man die Vorteile wieder auseinanderziehen? Das ist zum einen natürlich dieses klassische Argument, was wir eigentlich immer haben bei technischen Neuerungen, faster, better, cheaper. Das heißt, es soll irgendwie effizienter werden, es soll schneller werden, und es soll im Zweifelsfall in besserer Qualität passieren.
wenn man sich sowas überlegt, wie ich stelle einen Antrag auf irgendeine Sozialleistung und ich bekomme sofort die Rückmeldung, kriegst du oder kriegst du nicht. Und da ist, das ist, weil es durch einen Computer entschieden worden ist, das heißt, da hat noch nicht mal ein Sachbearbeiter Zeit reingesteckt, dann sieht man wieder auf Seiten des Bürgers, aber auch auf Seiten der Verwaltung Zeit und Geld gespart wird. Ein weiterer Aspekt, der da interessant ist, ist holistisches Regieren. Das kennt man vielleicht vor allem aus dem ganzen Smart City-Diskurs, wo es darum geht, die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Politikbereichen besser im Blick zu haben. Und da hilft es natürlich, weil das menschliche Gehirn schnell damit überfordert ist, mehr als drei Dinge gleichzeitig zu jonglieren, wenn ein Computer einen dabei unterstützt und dir sagt, deine städtebauliche Maßnahme, das Gebäude, das du jetzt auf diesem Platz planst, das hat aber auch Auswirkungen auf das Stadtklima oder auf das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung. Und solche Zusammenhänge, quasi sich dabei digital unterstützen zu lassen, das ist dann dieser Punkt holistisches Regieren. Ein weiteres Versprechen ist, responsiver verwalten zu können, das heißt schneller und besser auf Wünsche oder das Feedback der Bevölkerung eingehen zu können, weil man es quasi über diese Datenbrille leichter sieht. Und ein letzter Punkt ist auch, agil regieren zu können, das heißt wirklich, wenn ich in Echtzeit mehr oder weniger beobachten kann, wie meine Politik funktioniert, dann kann ich ja schnell nachbessern. Also so wie ich agil Software entwickle, könnte man theoretisch auch regieren. Das ist noch etwas Zukunftsmusik, aber das ist eine Perspektive, die sich da eröffnet und die als Vorteil im Raum steht. Genau, das ist quasi nur der kurze vordere Teil der Studie. Der Großteil der Studie widmet sich dann natürlich dem potenziellen Problem. Und zwar, und das ist hier spezifisch, aus Perspektive des politischen Liberalismus. Das heißt, wenn wir diese tollen Systeme einsetzen, was heißt das denn für eine freie Gesellschaft, für freie Bürger? Und die Gefahren oder Herausforderungen, die davon ausgehen, lassen sich ganz grob in drei Bereiche aufteilen. Das ist der Bereich Autonomie, das heißt die Frage, was macht das mit menschlicher Autonomie, mit dem freien Willen der Menschen? Da nur ein Beispiel aus der Studie. Im Moment sind sehr beliebt solche Konfigurationen, dass man sagt, das Computersystem gibt nur eine Entscheidungsunterstützung, es gibt nur eine Empfehlung und dann haben wir noch einen sogenannten Human in the Loop, irgendein Mensch, der am Ende die tatsächliche Entscheidung trifft. Und da ist dann die Frage, die sich natürlich sofort anschließt, inwiefern ist denn dieser Mensch wirklich noch in der Lage, dem Computersystem zu widersprechen? Ja, das ist natürlich eine Gefahr, dass er sagt, naja, weiß ich es denn wirklich besser als das Computersystem? Wenn ich sage, das Computersystem liegt falsch und dann war es aber doch richtig, was passiert dann mit mir? Das sind relevante Fragen, die sich da stellen. Ein zweiter Bereich von Herausforderungen ist der Bereich Nachvollziehbarkeit. In einer freien Gesellschaft müssen Bürger nachvollziehen können, warum der Staat sie auf eine bestimmte Art und Weise behandelt. Und das ist bei regelgebundenen Algorithmen unproblematisch, aber bei KI-Systemen, die auf Grundlage von Daten lernen und extrem komplexe Entscheidungsmodelle bauen, ist das ein Problem. Wir haben dann sogenannte Blackboxes. Das heißt, wir können nicht so richtig nachvollziehen, warum hat jetzt dieses System so entschieden und nicht anders. Und das wird vor allem problematisch, wenn wir Verzerrungen in den Daten haben, sogenannte Biases. Das heißt, irgendwie sind da Vorurteile drin oder sie produzieren vorurteilsbehaftete Entscheidungen. Und kann ich das als Bürger denn überhaupt richtig nachvollziehen, ob da jetzt Vorurteile drin sind? Nachvollziehbarkeit ist hier eine große Herausforderung. Dann haben wir noch den ganzen Bereich Privatsphäre, der in der Diskussion oft ganz vorne steht. Da auch ein Beispiel aus der Studie, der sogenannte Accidental Big Brother. Das heißt, ich baue, obwohl ich eigentlich das Leben für die Bürger nur komfortabler und besser machen möchte, aus Versehen die perfekte Infrastruktur für einen Überwachungsstaat. Da muss man aufpassen, dass man quasi nicht mit dem Ziel des Komforts zu tief in die Privatsphäre der Bürger eindringt. Genau, und dann um meinen Kurzabriss abzuschließen, die drei wesentlichen Empfehlungen, die ich daraus gezogen habe, sind auf die Vertrauensbildung Priorität zu setzen. Das heißt, wenn wir in der Verwaltung solche Systeme einsetzen, dann jetzt vor allem Systeme, die Vertrauen in der Bevölkerung schaffen. Das bedeutet, sie müssen transparent sein.
Das heißt, wir brauchen eine ordentliche Aufsicht über diese Systeme, wie auch immer die dann gestaltet ist. Aber dass jemand guckt, funktionieren die dann richtig und tun sie, was sie sollen. Und wenn Bürger sich schlecht behandelt fühlen, wissen sie, bei wem sie sich beschweren können. Und vielleicht auch nicht als erstes auf Anwendungen zu setzen, die Sanktionen verhängen oder sonst irgendwie disziplinieren, sondern auf Anwendungen zu setzen, die einen positiven Impact auf das Leben der Menschen haben, also vielleicht Sozialleistungen besser zu vergeben. Eine weitere Empfehlung ist, auf Reallabore oder sogenannte Regulatory Sandboxes zu setzen. Das heißt, sich jetzt nicht hinzustellen und im Trockendock zu überlegen, was müssen wir denn jetzt schon, bevor wir es überhaupt mal ausprobiert haben, alles per se verbieten, sondern zu sagen, lass uns das doch erstmal ausprobieren, aber in einer kontrollierten Umgebung, wo wir Begleitforschung haben, wo wir genau gucken, wie funktioniert das, wo wir bewusst verschiedene Regulierungen ausprobieren, um daraus zu lernen und später sagen zu können, okay, jetzt haben wir ein Gefühl dafür, welche Regulierung funktioniert in welchem Fall ganz gut, welche Aufsichtsmechanismen sind vielleicht in welchem Fall klug. Und dann kann man sowas nochmal stärker verregeln. Und ein weiterer Punkt ist, Widerspruch gegen solche Systeme zu stärken. Das heißt, Bürger, Verwaltungsmitarbeiter, aber auch politische Interessengruppen fähig zu machen, kritisch mit solchen Systemen umzugehen. Das heißt, wenn ich einen Verwaltungsbescheid bekomme, der aus so einem System herausfällt zum Beispiel, dass ich ein Gefühl dafür habe, was sind da für Daten eingeflossen, wie funktioniert dieses System grob, und dann sagen kann, ja, ich habe eine Idee, warum das falsch sein könnte. Genauso der Verwaltungsmitarbeiter, der vielleicht dieser Human in the Loop ist, damit der wirklich als so ein Human in the Loop agieren kann, muss er befähigt sein und vor allem auch wirklich die Rolle zugesprochen bekommen. Du machst hier dich nicht unbeliebt, wenn du sagst, bei diesem Fall sollten wir nochmal genau drauf gucken, sondern es muss ein Verständnis vorherrschen, das ist genau deine Aufgabe, deswegen bist du hier. Und er muss natürlich auch fähig sein. Das ist dann das Stichwort Algorithmic Literacy, das heißt ein gewisses Grundverständnis für Daten und für Algorithmen. Und auch politische Interessengruppen, da geht es um quasi um die Waffengleichheit zwischen verschiedenen politischen Akteuren. Wenn wir zum Beispiel datengestützte Politikempfehlungen nutzen, haben denn alle Zugriff auf diese Daten? Können alle die gleichen Datenauswertungen machen? Oder ist es im Endeffekt so, dass die Regierung immer auf den größeren Datenbergen und dem besseren Auswertungstool sitzt und die im Zweifelsfall sagen, naja, aber der Computer sagt, das ist jetzt schlau, die Straße hier zu bauen, und die Bürgerinitiative, die das kritischer sieht, hat vielleicht gar nicht die Möglichkeit, dagegen anzuargumentieren, weil sie weder die Daten noch die Auswertungsfähigkeiten dazu hat. Das sind meine drei wesentlichen Empfehlungen. Es finden sich in der Studie noch mehr, aber die können Sie ja später gerne lesen. Vielen Dank. Ich darf jetzt die beiden Mitdiskutantinnen aufs Podium bitten, und in der Zwischenzeit, falls Sie sich gewundert haben, was das für ein blaues Banner ist, wir veranstalten sowohl den heutigen Event als auch die Studie in Kooperation mit dem European Liberal Forum. Das ist ein Netzwerk liberaler Stiftungen in ganz Europa, weil uns einfach wichtig ist, bei verschiedenen Themen auch immer eine europäische Perspektive zu haben, zu schauen, was kann man lernen, was kann man anschauen, aber auch umgekehrt, wo haben wir Stärken, die wir gerne einbringen wollen würden. Ich darf Ihnen jetzt die beiden Mitdiskutantinnen vorstellen. Zu meiner Linken sitzt Erich Brehm, er ist Geschäftsführer von Altema, diplomierter Wirtschaftstechniker, absolvierte das Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften an der Universität Wien und erhielt das Doktorat für Philosophie von der Universität Wien für seine Arbeiten im Bereich der Wissenschaftstheorie. Er war unter anderem Gastforscher am Artificial Intelligence Lab des MIT in den USA. Inhaltlich arbeitet er in den Bereichen Artificial Intelligence, Forschungspolitik, Innovationsforschung und Wissenschaftstheorie. Als Consultant ist er unter anderem im strategischen Forschungs- und Innovationsmanagement tätig. Er koordiniert internationale Forschungsprojekte, und dieses Jahr kam eine sehr interessante Studie raus, die ich Ihnen sehr ans Herz legen kann, für das BMFIT, glaube ich, war es, Artificial Intelligence in Österreich, welche Potenziale gibt es? Herzlich willkommen, Erich Brehm.
Zu meiner Rechten sitzt Judith Püringer. Judith Püringer ist seit 2004 Geschäftsführerin von Arbeit Plus Soziale Unternehmen Österreich. Sie studierte Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und gehört zu den führenden Expertinnen in den Themenbereichen Sozialpolitik und Arbeitsmarktpolitik. Ebenso ist Judith Püringer seit vielen Jahren Vorsitzende der österreichischen Armutskonferenz. Herzlich willkommen, Judith Püringer. Zum Ablauf der Diskussion. Ich würde beginnen mit drei Fragerunden und nach den drei Fragerunden Sie ins Podium holen und möchte zu Beginn einmal starten. Wir haben jetzt ein paar Snapshots aus der Studie gehört, aber wo stehen wir in Österreich bzw. in Europa, wenn wir uns anschauen, diesen Cluster datengetriebene Verwaltung und Politik? Frau Püringer, darf ich Sie bitten zu beginnen? Okay, vielen Dank einmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Das ist eine sehr große Frage. Ich beginne aber trotzdem einmal sozusagen auf dem Boden, auf dem ich stehe und vor dem ich auch heute sprechen werde. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich ein bisschen erklärungsbedürftig, was Arbeit Plus ist oder was wir machen oder was soziale Unternehmen sind. Insofern werde ich das ganz kurz beschreiben. Arbeit Plus ist ein Netzwerk von 200 gemeinnützigen sogenannten sozialen Unternehmen. Es sind soziale Integrationsunternehmen, die die Aufgabe haben, langzeitarbeitslose Menschen zu beschäftigen. Das heißt, das sind Menschen, die ganz normal kollektivvertraglich beschäftigt sind und wieder in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Also wir beschäftigen uns mit dem Thema Arbeitsmarktintegration und sind gemeinnützige Unternehmen. Und was uns natürlich besonders macht, dadurch, dass wir Interessenspolitik nicht nur für die sozialen Unternehmen machen, sondern auch für die Menschen, die in diesen Unternehmen beschäftigt sind, nämlich für langzeitarbeitslose Menschen selber. Also wir haben auch einen Advocacy-Auftrag. Genau, und dann gibt es noch die Österreichische Armutskonferenz. Das führt noch ein bisschen weiter. Und wo wir stehen, ist, dass wir tatsächlich, so wie du das schon irgendwie in der Studie erwähnt hast oder bei der Studienpräsentation erwähnt hast, jetzt in Österreich in einem doch recht sensiblen Bereich, nämlich bei den Fragen der Arbeitsmarktintegration oder bei dem Thema Langzeitarbeitslosigkeit mit dem sogenannten AMS-Algorithmus. Und es ist ja schon ein bisschen ein geflügeltes Wort, weil es gab ja eine große mediale Diskussion, ist das überhaupt ein Algorithmus, ist das überhaupt KI, ist das überhaupt Artificial Intelligence? Also wir haben da eine sehr große Diskussion, die noch nicht abschließend quasi geführt wurde. Aber wir haben zum ersten Mal so ein Stück weit die Gelegenheit, uns sehr breit über dieses Thema zu unterhalten. Und insofern begrüßen wir das auch. Und überall, also man sieht es jetzt hier, man sieht es mit der Studie, man sieht es in ganz vielen Bereichen, aber eben auch im Rahmen der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik sind wir jetzt zum ersten Mal mit diesem Thema konfrontiert, des Algorithmus. Und vielleicht sage ich noch ganz kurz was zum AMS-Algorithmus, um ihn kurz zu erklären. Du hast es schon genannt, dieses Human-in-the-Loop-System, und genau das ist der AMS-Algorithmus. Er ist eben ein Algorithmus, er ist nicht selbstlernend, er ist damit quasi jetzt nicht der Artificial Intelligence zuzurechnen, sondern es ist mehr oder weniger ein Entscheidungsbaum. Aber er besteht natürlich aus unglaublich vielen Indikatoren, wo man auch die Frage stellen muss, hat man da überhaupt noch den Überblick? Also in Summe sind es 80.000 Kombinationen von Indikatoren, die hier angewandt wurden. Das AMS arbeitet ja mit dem Data Warehouse, also verfügt sozusagen immer schon über sehr, sehr viele Daten und weiß darüber auch sehr gut Bescheid. Und jetzt hat man sozusagen begonnen, Indikatoren festzulegen, 80.000 Variationen festzulegen und hat dann, und das ist der entscheidende Punkt, Arbeitsmarkt-Reintegrationschancen von Menschen berechnet, indem man sozusagen drei Gruppen definiert hat. Also man hat gesagt, auf Basis dieser Indikatoren, auf Basis dieses Indikatorensets, was sind quasi Menschen mit hohen Arbeitsmarktintegrationschancen, mittleren Arbeitsmarktintegrationschancen und niedrigen Arbeitsmarktintegrationschancen. Mit entsprechenden, und das wird man jetzt erst sehen, weil ja, wir befinden uns noch in einer sogenannten Einführungsphase dieses Algorithmus, aber wir merken natürlich schon, welche Auswirkungen das auch hat auf die Förderpolitik. Und das ist ja der entscheidende Punkt, dass man sozusagen sagt, man konzentriert sich auf die Gruppe mit mittleren Integrationschancen, die bekommen quasi alle Förderungen. Die Gruppe mit hohen Integrationschancen quasi schafft es von alleine, das ist auch prozentuell die kleinste Gruppe. Und die Gruppe mit niedrigen Integrationschancen, denen sollen nicht mehr alle Förderungen zur Verfügung stehen, sondern nur gewisse Förderungen, außer sie sind eine Zielgruppe. Das ist jetzt quasi ein Detail am Rande.
Aber der entscheidende Punkt ist, Stichwort Effizienz, dass man natürlich sagt, unter Effizienzgesichtspunkten, weil es sinkende Förderbudgets gibt, teilt man die Menschen jetzt in diese drei Gruppen ein. Und ich fand das jetzt sehr spannend, quasi bei der Studie sozusagen diese Frage von, was sind denn potenzielle Gefahren oder wo sind quasi auch Punkte, wo wir genau hinschauen müssen. Und ich fand es auch sehr schön, dass jetzt gleich in den Empfehlungen quasi dieser Aufruf zum Widerspruch gekommen ist, weil ich das einen sehr schönen Aufruf finde, um mit diesen Widersprüchen auch umzugehen und mit all dem quasi aber konstruktiv umzugehen im Sinne von bleiben wir in Diskussion. Da muss man natürlich sagen, dass die Entwicklung dieser Indikatoren oder wer diese Indikatoren festgelegt hat, dass das kein transparenter Prozess war, weil das AMS quasi mit einem Forschungsinstitut die Indikatoren festgelegt hat und es sozusagen erst danach quasi Transparenz gab. Man hat das Modell ein Stück weit offengelegt, auch nicht alles offengelegt, weil man gesagt hat, manches daran ist eigentlich auch zu komplex oder auch zu, würde zu viel kosten, das jetzt so offen zu legen. Aber man kann schon klar sagen, dass hier die Entscheidung, diesen Algorithmus anzuwenden, nicht transparent war, man hat es nicht offengelegt und das ist vor allem unser Punkt, wo wir eben mit langzeitarbeitslosen Menschen arbeiten, dass betroffene Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Stakeholder, Bürgerinnen nicht eingebunden waren, weil das hätte man ja zu einem sehr frühen Zeitpunkt machen können. Also das ist sozusagen schon einer dieser großen Kritikpunkte, die wir haben. Zur Umsetzung komme ich dann vielleicht, weil ich jetzt sozusagen unendlich reden könnte über den AMS-Algorithmus, aber da möchte ich jetzt nochmal oder vielleicht jetzt schon einmal einen Punkt machen. Aber ja, was sehen wir in Österreich und was sehen wir auch in Europa? Natürlich beschäftigen wir uns jetzt ganz stark mit den anderen Beispielen und das finde ich schon auch interessant, dass es solche Beispiele in Europa ja gegeben hat. Also quasi eins zu eins das Beispiel in Österreich, das AMS-Algorithmus, gibt es auch in Polen. In Polen hat man genau das gemacht. Man hat die Menschen quasi auch in drei Gruppen eingeteilt. Mit Dezember 2019 verabschiedet man sich wieder von diesem Instrument, unter anderem deshalb, Stichwort Human-in-the-Loop-System, weil von den Beratern im AMS in Polen nur eine von 100 Entscheidungen von Menschen overruled wurde, von AMS-Beraterinnen. Ist jetzt nicht wirklich der Grund, warum man es abgedreht hat, aber es gab sehr wohl Druck. Der eigentliche Grund, um das irgendwie auch noch transparenter zuzusagen, war ein Datenschutzproblem beim Algorithmus. Aber gleichzeitig hat sich gezeigt, dass genau diese Frage, werden Menschen befähigt oder fühlen sie sich dann quasi auch bestärkt in ihrer Rolle, diesem Algorithmus zu widersprechen, hat in diesem Fall nicht stattgefunden, sondern das, was wir auch ein Stück weit vermuten, wenn Menschen nicht befähigt sind, wenn Berater, Beraterinnen nicht befähigt sind, dann akzeptieren Sie die Entscheidung des Computers und widersprechen ihr nicht. Vielen Dank. Dann möchte ich an der Stelle auch gleich an den Herrn Brehm weitergeben. Wo stehen wir in Österreich und in Europa? Ja, vielen Dank. Und auch von meiner Seite danke für die Beschäftigung mit der Frage. Ich halte das für wahnsinnig wichtig, dass wir Predictive Analytics, AI und Plattformen etc. diskutieren. Wir hätten das schon viel früher tun sollen. Wir müssten uns eigentlich schon seit Jahrzehnten mit diesen Themen beschäftigen. Ich selbst, Sie haben es dankenswerterweise erwähnt, war vor 30 Jahren aktiv in der AI-Forschung und betrachte daher diese heutigen Entwicklungen ein bisschen gelangweilt, wenn ich darf, weil es technisch in Wahrheit nicht viel Neues gibt. Es haben sich nur die Rahmenbedingungen verändert. Wir können schneller rechnen, wir haben mehr Daten, es ist alles billiger geworden, aber im Grunde ist es das gleiche Ding. Und das hätten wir schon damals und haben wir auch zum Teil damals diskutiert, aber es gab keine gesellschaftliche Diskussion. Jetzt befinden wir uns heute in einer Situation, wo in vielen Bereichen der Zug fast schon abgefahren ist. Ich habe gestern gehört von Gerfried Stocker, dem als Elektronikdirektor aus Linz, dass inzwischen 2,3 Milliarden Menschen auf Facebook einmal im Monat mindestens sind. Zum Vergleich, 2,1 Milliarden Menschen geben an, katholisch zu sein. Und er hat den Witz gemacht, dass beide haben also einen Mann als obersten Regelgeber. Bei den einen ist es der Papst, bei den anderen ist es der Herr Zuckerberg. Der Papst ist, glaube ich, im Wesentlichen vielleicht noch mehr kontrolliert als der Herr Zuckerberg, der aber darüber entscheidet, was wir zum Beispiel online sehen. Und da stecken natürlich Algorithmen dahinter. Vieles von dem ist prädiktive Analyse, die entscheidet, welche Nachrichten sehen wir als nächstes, welche Bilder werden zensiert,
auf Facebook, welche werden nicht zensiert. Also all das gibt es, ist weit verbreitet, sollte uns eigentlich beschäftigen, aber wir haben uns völlig bis jetzt zumindest daraus zurückgezogen und lassen diese Dinge eigentlich mit uns geschehen, das sollten wir nicht. Jetzt hat, weil die Frage war, wo stehen wir in Europa, jetzt hat Europa eine große Diskussion losgetreten mit einer Datenschutzregelung, mit der berühmten GDPR, der General Data Protection Regulation, die für viele nicht perfekt ist, aber es war wenigstens mal ein Versuch zu sagen, was soll man tun, was soll man nicht tun. Und ich erwähne das deswegen, weil wir eine Entwicklung sehen, wo wir auf der einen Seite möglicherweise ein Internet haben, das so wie in den USA relativ unreguliert ist, das stimmt nicht ganz, aber doch, sagen wir mal, sehr frei ist, und auf der anderen Seite das Extrem China vielleicht, das natürlich mit AI-Unterstützung und mit Analyse-Tools extrem stark gefiltert ist, und Europa versucht irgendwie einen Mittelweg zu finden. Und das ist mal der Hintergrund. Vor dieser Situation stehen wir. Wir versuchen, diesen Mittelweg zu finden. Natürlich gibt es auch in Europa und auch in Österreich eine ganze Reihe von AI-Anwendungen und prädiktiver Analytik. Das AMS wurde schon erwähnt, das hat viele, viele Schlagzeilen gemacht. Es gibt den gesamten Bereich der ureigensten, würde ich mal sagen, hoheitlichen Verwaltung, wenn wir jetzt von Polizeiarbeit sprechen oder Landesverteidigung, wo wir nicht alles wissen, was passiert, aber da passiert sehr viel. Ein bisschen was wissen wir, weil auch dort gibt es öffentliche Förderprogramme, zum Beispiel auch in Österreich. Und das sieht man dann, da sind dann auch Artificial Intelligence Themen natürlich ausgeschrieben und das wird natürlich gemacht. Ich glaube, für die heutige Diskussion können wir uns darauf einigen, dass wir nicht über das Innenministerium oder und das Heeresabwehramt sprechen, weil das zu schwierig wird. Dann gibt es den großen Bereich dessen, was Unternehmen und auch staatsnahe Betriebe zum Beispiel tun, die natürlich auch ihre Ressourcen optimieren, und die tun überraschend viel. Die ÖBB zum Beispiel, als eines der größten Unternehmen in Österreich, arbeitet daran, mit prädiktiver Analyse ihren Wagenstand zu optimieren. Das ist eine relativ, glaube ich mal, auf den ersten Blick zumindest unschuldige Anwendung. Da wird versucht, das richtige Wagenmaterial an der richtigen Stelle vorrätig zu haben und das zu optimieren. Es gibt zahllose Prognose-Tools, die sowohl in Betrieben als auch zum Teil im öffentlichen Sektor in Anwendung sind. Das reicht von Verkehrsprognose über Prognose-Tools für den Stromverbrauch und die Stromproduktion, die Windprognose, alles das gibt es heute schon und ist breit im Einsatz. Das muss man sich mal, glaube ich, vergegenwärtigen, weil sonst immer der Eindruck entsteht, dass wir immer über persönliche Daten sprechen oder so, aber das ist möglicherweise, sind das vielleicht gar nicht die wahnsinnig spannenden Anwendungen, sondern es gibt ganz viele Anwendungen, die, ja, sagen wir mal, relativ, ich habe keine Ahnung, ob es Bedenken dagegen gibt, aber die auf den ersten Blick zumindest relativ nützlich erscheinen. Dann kommen wir zu den Anwendungen, die erwähnt wurden und wo es ein bisschen sensibler wird, nämlich dort, wo es um die Interaktion des einzelnen Bürgers mit dem Staat geht. Und dort würde ich jetzt gerade auch als Unternehmer vielleicht einmal eine Extremposition einnehmen aus der österreichischen Sicht. Die Realität sieht ja so aus, dass wenn Sie versuchen, ein Unternehmen zu gründen in Österreich, erstaunlich wenig digital ist. Also ich habe vor kurzem eines gegründet, nämlich weil ich es gebraucht habe für einen Zweck, und wir haben 3 Wochen auf eine Umsatzsteuernummer gewartet. Ein Ding, von dem man ja glauben würde, das müsste doch auf Knopfdruck geschehen. Also, und das muss man sich vergegenwärtigen, weil das ist der Status quo der Digitalisierung zum Teil in Österreich. So, jetzt stimmt das alles natürlich, was Sie gesagt haben. Wir könnten vielleicht viele Datenquellen miteinander verbinden. Da werden aber sofort die Juristen und insbesondere die Juristen im öffentlichen Sektor sagen, na, können wir nicht, dürfen wir nämlich nicht. In Österreich finden ja alle Handlungen im öffentlichen Sektor auf Basis der Gesetze statt, und das betrifft natürlich auch das Sammeln von Daten, und
auch die öffentlichen Stellen dürfen die Daten nur zu jenen Zwecken verarbeiten, zu denen sie gesammelt wurden. Und damit kann natürlich nicht das Verkehrsministerium auf Gesundheitsdaten der Sozialversicherung zugreifen und es kann natürlich nicht das Wirtschaftsministerium auf die Daten aus dem Wissenschaftsministerium zugreifen und so weiter und so fort. Und ich füge jetzt als Informatiker und Philosoph hinzu, Gott sei Dank. Also das geht im Moment nicht. Das ist mal die erste große Geschichte und ich glaube, das muss man einfach mal die Dinge so betrachten, wie sie wirklich sind. Sie sind noch sehr rudimentär. Wir könnten vieles tun, aber es ist eine ganz wichtige Frage, was wollen wir tun? Und darüber muss man einen Diskurs führen. Sie haben erwähnt, wenn ich noch kurz darf, ich habe keinen Überblick über die Zeit, gell? Passt, ja, passt. Sie haben erwähnt, faster, better, was war das letzte? Cheaper. Oh, also als Informatiker ist es ja so, wir können ja auf die Welle der Digitalisierung in der Bürowelt, Büroumgebung zurückschauen. Und mit der Einführung der digitalen Werkzeuge im Büro hat man ja geglaubt, also es wird alles faster und cheaper. Und ich weiß nicht, das wissen viele, ich hoffe, es ist kein Urban Myth, dem ich hier aufsitze, aber nachdem also Drucker eingeführt wurden und Textverarbeitungsprogramme, ist ja der Papierverbrauch zum Beispiel massiv in die Höhe gegangen. Warum? Weil natürlich jeder 10-mal das Dokument ausgedruckt hat, um es endlich so zu haben, wie er wollte. Also es war weder faster noch war es cheaper. Es war vielleicht im Endeffekt dann better. Aber warum? Weil man andere Dinge gemacht hat. Wir haben beschlossen, wir wollen jetzt alle schön layoutierte Dokumente haben, wir wollen nichts mehr mit der Schreibmaschine geschrieben haben. Die Qualität hat sich verändert. Und ich glaube, dass wir eine ähnliche Entwicklung auch hier sehen werden. Es ist eine ganz schwierige Entscheidung, welche Anwendungen will man haben. Ich würde mir nicht zu viel faster und cheaper erwarten, vielleicht manchmal besser und oft ganz neue Dinge, die wir bisher nicht tun konnten. Aber da muss man sich überlegen, wollen wir die wirklich haben? Was ja auch ein guter Punkt ist, wenn es darum geht, was wir haben wollen, da brauchen wir auch einen Rahmen, dass wir uns Grenzen selbst setzen. Wenn man sich die Diskussion anschaut, es gibt wunderschöne Positivfallbeispiele. Ich nehme jetzt eins, was nicht in die Studie geschafft hat, aber bei der Recherche in den baltischen Staaten haben sie schon eine Kombination von Verkehrsströmen auf den Autobahnen und Wetter und unter bestimmten Parametern werden Rettungswagen schon in gewisse Regionen irgendwie geschickt und wenn da der Unfall wirklich passiert, sind sie dann wirklich sehr schnell dort. Das ist eine super soziale Innovation. Der genau andere Pol wäre Chinas, das Social Credit System, wo das eigene individuelle Verhalten gesammelt wird. Danach wird ein Scoring gemacht, wo niemand weiß, wie das genau ist. Man kann sich das anhand irgendwie des Gesellschafts- und des Politikmodells prinzipiell schon mal ein bisschen vorstellen, aber es weiß keiner. Angesichts dieses Ratings stehen einem bestimmte Leistungen offen oder nicht. Und das geht auch bis hinein ins Gesundheitssystem, welche Gesundheitsleistungen ich bekomme, beziehungsweise dadurch, dass ich das alles schön verknüpfen kann, kann es auch sein, dass sich mein Verhalten auswirkt auf die Credits, also auf das Rating meiner Familie zum Beispiel. Also wir sind dazwischen zwei sehr unheimlich diversen Polen und deswegen möchte ich in der zweiten Runde ein bisschen auf die rechtlichen Rahmenbedingungen gehen. Was braucht man denn eigentlich oder was ist besonders wichtig aus dem Blick der Rahmen, des rechtlichen Rahmens, dass wir einen guten Punkt haben für die öffentliche Verwaltung und eine evidenzbasierte Politik, ohne aber in Diskriminierung und Überwachungsstaat zu gehen. Und diesmal, Basanta, würde ich mit dir beginnen. Wir waren ja jetzt ein Jahr im Kontakt und haben da immer wieder ausgesprochen, abgesehen von den Politikempfehlungen, was findest du besonders wichtig, was wir da machen müssen? Ja, du hast das im Grunde dir schon selbst beantwortet, nämlich wir brauchen diese Nachvollziehbarkeit. Das heißt, es muss für die Bürger nachvollziehbar sein, wie diese Systeme funktionieren, auf welcher Grundlage da entschieden wird, welche Daten da reinfließen, um für sich beurteilen zu können, empfinde ich das als rechtmäßig. Das ist für mich eine klare Rahmenbedingung, die man eigentlich setzen kann. Das ist zum Teil bei den, ich glaube, bei solchen, wenn ich es richtig verstanden habe, der AMS ist immer noch ein regelgebundenes System. Da kommen zwar vielleicht am Ende sehr viele Kombinationen raus, aber da hat irgendjemand mal diese
Entscheidungsbäume hingemalt. Das heißt, man könnte diese Entscheidungsbäume im Grunde auch einfach mal ausdrucken und sich anschauen, auch wenn die sehr groß sind. Das ist bei datenbasierten Systemen oft dann nicht mehr so. Und das ist zum Teil dann auch einfach technische Herausforderungen. Wie können wir sowas nachvollziehbar machen? Das hindert uns aber, glaube ich, nicht daran, das als eine Voraussetzung erstmal zu formulieren. Wunderbar, dann würde ich an der Stelle auch gleich weitergeben an Judith Püringer. Ja, also es kam quasi, also ich finde, was jetzt in der Diskussion schon total klar wird, dass man wirklich unterscheiden muss zwischen diesen Anwendungen, die quasi ja wirklich unser Leben erleichtern, Verwaltung innovieren würden, Dinge quasi auch so der alltäglichen Arbeit oder Routine oder Notwendigkeit von Bürgerinnen und Bürgern, die tatsächlich quasi hier durch solche algorithmischen Systeme oder auch AI-Systeme wirklich unser Leben vereinfachen und verbessern würden. Und in dem Moment, wo es aber quasi ganz stark in Politikgestaltung, vor allem im sozialpolitischen Bereich geht, finde ich, müssen wir schon extrem vorsichtig sein. Und weil so die Frage war, welche Rolle kann Europa hier haben? Und weil du gesagt hast, quasi der Mittelweg, den Europa geht. Schön wäre, wenn Europa hier nicht den Mittelweg geht, sondern Vorreiter wird. Weil ich glaube, das kann genau die Chance von Europa sein, Vorreiter zu sein in diesen ethischen Fragestellungen, Vorreiter zu sein darin, dass wir uns ganz bewusst gegen manche Anwendungen entscheiden, weil wir wissen, dass sie Diskriminierung fortschreibt, dass sie Diskriminierung festlegt. Beim Algorithmus ist es ja so, von wegen Entscheidungsbaum ausdrucken, ja, das wäre eine Möglichkeit. Und gleichzeitig wissen wir ja aber beim AMS-Algorithmus, dass da ganz viel an Bias hineingeflossen ist. Also Österreich ist klein, wir kennen das Institut, das es programmiert hat und wir wissen, wer in diesem Team sitzt und insofern muss man auch sagen, wurde es relativ, ist es schon hinterfragenswert, warum zum Beispiel, also Sie kennen das Beispiel wahrscheinlich alle, ich finde es trotzdem extrem eindrücklich, warum der Algorithmus Frauen am Arbeitsmarkt Betreuungspflichten als nachteilig auslegt. Also wenn Frauen Betreuungspflichten haben, dann quasi haben sie Abzugspunkte beim Algorithmus. Wenn Männer Betreuungspflichten haben, also Kinder haben, dann haben sie keine Abzugspunkte. Und das ist einfach ganz eindeutig ein Bias, der schon in die Programmierung des Algorithmus hineingeflossen ist und der natürlich, das AMS sagt dann ja, Diskriminierung nur aufzeigt, aber natürlich auch festschreibt, weil die Frage ist, also welche Politik folgt, aber trotzdem hat der Algorithmus einmal eine Diskriminierung festgeschrieben. Und da denke ich mir, schon frühzeitig zu intervenieren, frühzeitig über Gremien nachzudenken, die quasi vor allem, wenn es um Sozial- und Arbeitsmarktpolitik geht, Menschen möglichst repräsentativ einbindet und diese ethischen Fragen, also die auch bewusst zu stellen und sich dann eben manchmal auch dagegen zu entscheiden und zu sagen, da wenden wir es nicht an oder wir befähigen die Berater und Beraterinnen eben wirklich, sich dagegen zu entscheiden. Das fände ich in Wirklichkeit so eine große Chance von Europa, im Unterschied zu China, die quasi dann diese soziale Kontrollsysteme im Hintergrund quasi einführen. Aber ich glaube, da könnte Europa tatsächlich Vorreiter sein und deshalb finde ich schade quasi, dass wir diese letzten 30 Jahren nicht hingeschaut haben. Schade, dass wir jetzt erst mit diesen Diskussionen beginnen. Schade, dass wir für manche Anwendungen eigentlich zu spät dran sind. Gut, dass wir es jetzt führen, aber dann sollten wir ganz schleunigst und schnell wirklich auch über diese ethischen Fragestellungen sprechen und eine selbstbewusste Haltung einnehmen und ja, einfach diese Systeme gemeinsam auch bewusst gestalten. Und ich weiß, die Frage war jetzt nicht die, sondern die Frage war nach den rechtlichen Rahmenbedingungen, aber im Rahmen dieser rechtlichen Rahmenbedingungen könnte man solche Fragen sehr wohl auch festschreiben und damit verhindern, dass algorithmische Systeme Diskriminierung fortschreiben. Gut, dann gebe ich da gleich weiter. Ich hänge mich mal gleich da an diesen Gedanken an, also absolut richtig. Ich bin auch dafür, dass Europa sozusagen hier in the lead geht und wir sagen, wir schaffen es, ethische Prinzipien zu vereinen mit den Heilsversprechen der neuen Technologien. Der Mittelweg war gedacht zwischen dem Regellosen und dem extrem stark Geregelten auf der anderen Seite. Ich will vielleicht eine kurze Provokation in den Raum stellen, wo ich selbst keine Antwort dazu habe, aber ich versuche es einmal. Natürlich ist der Algorithmus und insbesondere vielleicht auch gerade der AMS-Algorithmus auch eine Chance.
In dem Moment, wo das Ding mal niedergeschrieben ist, sehen wir nämlich plötzlich Diskriminierungen, die vielleicht vorher auch schon massiv stattgefunden haben, als das Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter gemacht haben, nur war das wesentlich schwerer zu entdecken. Also möglicherweise ist das sogar sehr positiv, dass jetzt auf einmal diese Algorithmen da liegen und dann kann man Diskussionen führen, wo es um die wirklichen Fragestellungen geht, will man das oder will man das nicht. Ich glaube, also das ist tatsächlich eine Chance. Natürlich ist das nicht immer so einfach, weil bei den selbstlernenden Systemen das tatsächlich ganz schwierig wird und halt nur mehr statistische Bewertungen herauskommen. Ich bin ein Skeptiker der Erklärbarkeit der Systeme, das möchte ich auch noch sagen, weil ich A, glaube, dass das oft nicht geht und B, ich glaube, dass es nicht das ist, was die Leute, die diese Systeme verwenden, auch wirklich haben wollen. Die meisten von uns steigen in einen Airbus ein, ohne auch nur eine Sekunde drüber nachzudenken, dass die Steuerungen, die einem da das Leben garantieren sollen, das Überleben, so komplex sind, dass man es sicher den meisten von uns nicht wird einfach erklären können. Aber es hat sich halt in der Praxis gezeigt, dass nur sehr wenige abstürzen und deswegen steigen wir. Also dieses Funktionsprinzip, das dahinter steht. Ich fand das gut, was Sie vorgeschlagen haben, eine Stelle, die vielleicht so eine Art, die vielleicht Audits durchführt, die genau sich das anschaut, tun diese Dinge das, was sie vorgeben, sind sie tatsächlich nicht diskriminierend in der Praxis. Aber wie gesagt, ich bin skeptisch, wenn es dann Erklären des Erlernten zum Beispiel geht, daran glaube ich nicht. Was wir wirklich benötigen, wenn es an den rechtlichen Rahmen geht, ist zuerst mal diese Wertediskussion zu klären. Die wird man natürlich nie klären, weil Werte, das ist das große Problem der europäischen Werte, was soll das sein? Aber es gibt halt ein paar, an die wir glauben, zum Beispiel die Europäische Charta der Menschenrechte, die bitte eine europäische Charta ist. Und tatsächlich finden sich da einige total spannende Dinge drin. Zum Beispiel die Frage, sind wir der Meinung, dass wir ein Menschenrecht auf Datenschutz haben? In Europa tendiert ganz klar dazu zu sagen, ja. In den USA ist das nicht so, auch in Australien ist das nicht so. Dort werden Daten als Eigentumsrecht verstanden. Und das ist eine ganz fundamentale Entscheidung, die riesige rechtliche Konsequenzen hat, wenn man damit ganz anders umgeht. Ein Menschenrecht kann man jemandem nicht wegnehmen, ein Eigentumsrecht kann man verkaufen, nicht? Oder herleihen und alles Mögliche damit machen. Also diese Diskussion müssen wir führen und ich fürchte trotz allem, da müssen wir auch in Europa zu einer Lösung kommen, wenn auch nur zeitlich, wo man sagt, so soll man das tun. Also daher ist diese Frage der Prinzipien ganz wichtig. Das spielt aber immer ins Technikrecht hinein und ein Punkt, über den wir heute noch nicht gesprochen haben, ist, ich möchte gerne vermeiden, dass wir auch über falsche Dichotomien sprechen, über falsche Gegensätze. Oft ist es so, dass wir sprechen halt jetzt von einer AI, die wir jetzt im Moment sehen, aber Informatiker, jetzt mich ausgenommen, weil sonst würde ich mich selber loben, sind ziemlich kluge Leute. Wenn man denen ein interessantes Problem gibt, die können tolle Sachen machen, die können zum Beispiel zwei Datenbanken miteinander verknüpfen, ein Ergebnis berechnen, ohne dass man zu viel verrät darüber, was da drinnen steht. Also wir können, das nennt sich Differential Privacy oder Privacy Preserving Machine Learning, sind so Themen, an denen wird derzeit geforscht. Und wir können viele Sachen machen, wo wir ziemlich schlaue Dinge vielleicht dann auch über Ministerien hinweg machen, ohne allzu viel über unsere Privatsphäre zu verraten. Das heißt, ich argumentiere dafür, sich ein bisschen zu befreien von so Gegensätzen, die heute oft im Raum stehen, dass die Chinesen laufen uns davon, weil wir können mit AI, weil die mit AI alles Mögliche auf ihren Daten machen und sie haben so viele Daten. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir können in Europa, wenn wir wollen, sagen, wir haben halt weniger Daten und wir machen vielleicht dann andere Algorithmen oder wir kümmern uns einfach darum, wie wir trotzdem noch eine Privatsphäre bewahren. Wahrscheinlich nicht alles, es ist ein Kompromiss wie das ganze Leben und den müssen wir finden. Wunderbar, dann würde ich, bevor es ins Publikum geht, in einer letzten Runde noch einmal eingehen. Es kann man schon ein paar Mal Widerspruch stärken. Da möchte ich ein kurzes Beispiel aus der Studie bringen. In Dänemark ist es so, da gibt es ein System, da wird im Hintergrund gesammelt, irgendwie, wenn Kinder zum Beispiel ihre Termine beim Kinderarzt verpassen, beziehungsweise wenn sie eine gewisse Anzahl an Fehlstunden haben, wird das irgendwie zusammengesammelt, dann wird im Hintergrund ein Scoring berechnet und wenn dieser einen gewissen kritischen Schwellwert überschreitet, klopft einmal das Jugendamt
Jugendamt an. Jetzt kann man sich inhaltlich auf der einen Seite sagen, okay, in Bezug auf Kindesmissbrauch bzw. irgendwie Wohl des Kindes, das kann irgendwie gut sein. Auf der anderen Seite, okay, der Überwachungsstaat, der ist schon da und das auch noch in Dänemark. Da möchte ich eingehen, also was braucht es denn eigentlich, wenn jetzt immer mehr Vorschläge auch in den politischen Diskurs kommen, was brauchen wir, dass wir da mündig mitdiskutieren können? Was ist da notwendig? Was brauchen wir aber auch, wenn es dann wirklich einmal an der Tür klopft? Also wir irgendwie Betroffene sind irgendwie von einer Entscheidung. Was braucht man da und wie kommen wir dorthin? Basanta, ich beginne wieder mit dir. Ja, da, ich gehe erstmal auf den letzten Punkt ein, nämlich macht das für den Bürger einen Unterschied? Warum, also aus welchem, wie der Jugendamtmitarbeiter vor meine Tür geraten ist. Weil ich glaube, solches Flagging, ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Österreich funktioniert, aber dass man gefährdete Fälle identifiziert, das wird ja heute auch schon betrieben, vielleicht nicht mit dem Computer, sondern dann auf Grundlage von anderen Anzeichen hätte vielleicht der Lehrer mal angerufen und gesagt, so ja, der Schüler, der kommt immer nicht, könnt ihr da mal nachschauen. Fakt ist, an irgendeinem Punkt steht dann der Jugendamtmitarbeiter vor der Tür. Und ich glaube, das ist an der Stelle dann der entscheidende Punkt. Und dass viele Fälle dann auch nicht mehr unterm Radar bleiben, wenn man einfach auf eine größere Datenbasis zurückgreifen kann und nicht davon abhängt, ob denn manche Lehrer eher zum Jugendamttelefon greifen und andere weniger. Das heißt, das ist, glaube ich, für den Bürger gar nicht so der große Unterschied. Das finde ich auch interessant, wenn man diskutiert über, habe ich ja eben selber gesagt, die Nachvollziehbarkeit von solchen algorithmischen Systemen, kommt man auch ganz schnell zur Frage, wie nachvollziehbar sind denn im Moment eigentlich Verwaltungsentscheidungen? Also legt man da eigentlich höhere Maßstäbe an algorithmische Systeme als an menschenbasierte Systeme? Und weil auch gesagt wurde, so, ja, die Bürger, die verstehen die ja im Zweifel, selbst wenn man sie offenlegt, verstehen sie vielleicht nicht. Das ist ja mit unseren Gesetzen in vielen Fällen auch so. Ich bin kein Jurist, ich darf mich als Verwaltungswissenschaftler regelmäßig mit Gesetzen auseinandersetzen und ich verstehe sie meistens nicht und muss dann zu unserem Juristen rennen, damit er mir dann sagen kann, so, er kann mir das jetzt so pauschal nicht beantworten. Genau, also das, aber nichtsdestotrotz, das Ziel sollte sein, egal ob das System auf Menschen beruht oder auf Maschinen, man sollte eigentlich verstehen können, warum der Staat einen so behandelt, wie er einen behandelt. Die andere Frage ist natürlich, was brauchen Bürger, um grundsätzlich solche Entscheidungen einschätzen zu können? Und ich glaube, dass wir brauchen eine gewisse Grundbildung, wie solche Systeme funktionieren. Das heißt nicht, dass jeder von uns jetzt Informatiker werden muss und irgendwie eine Programmiersprache lernen muss, sondern es geht darum, grundsätzliche Logiken, die dahinter stecken, zu verstehen, auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sind solche Datenbanken aufgebaut, was ist da so drin. So wie man in der Schule auch einen Biologieunterricht hat und ein grundlegendes Verständnis dafür hat, wie irgendwie ein biologischer Organismus versteht, aber hinterher nicht jeder von uns als Hirnchirurg arbeiten kann, geht es einfach da, glaube ich, um so eine gewisse Grundbildung. Und das führt dann auch dazu, dass wir die Diskussion anders führen. Das ist ja hier alles jetzt im Moment noch sehr gesittet. Ich kenne das auch anders, wo einfach die Diskussion sehr stark polarisiert ist, die künstliche Intelligenz übermorgen den Weltuntergang herbeibringen wird, auch wenn sie wahrscheinlich kein Interesse daran hat, weil sie nicht denken und fühlen kann. Aber so eine Grundbildung ist da, glaube ich, ganz entscheidend. Und da ist die Frage, weil dann der nächste Schritt ist, okay, wir müssen das irgendwie in unsere Lehrpläne, in den Schulen reinbringen. Da geht es vor allem auch um die Frage, wie bringen wir das in die breite Bevölkerung hinein, weil das bringt ja nichts, wenn alle 12-Jährigen sowas können, aber der Rest der Bevölkerung dann nicht gebildet ist. Ja, da kann ich mich nur hundertprozentig anschließen, was dieses Thema der Literacy betrifft, also quasi wie bringen wir dieses Thema in die Bildung hinein, weil nur dann, wenn es quasi, wenn Menschen darüber sprechen können und über diese Begrifflichkeiten auch Bescheid wissen, und das sieht man jetzt ja auch sehr gut in dieser Diskussion, wo wir vom AMS-Algorithmus sprechen und in Wirklichkeit die ersten Monate der Diskussion nur um das Thema Definition gekreist sind, wovon sprechen wir denn eigentlich? Also
das ist wesentlich, dass wir darüber sprechen können und Menschen befähigen, darüber zu sprechen und sich eine Meinung zu bilden, dass die Systeme nachvollziehbar sind, auch wenn es oft schwierig ist, diese Nachvollziehbarkeit herzustellen. Aber ich glaube, da brauchen wir auch Übersetzungsarbeit, denn nur dann, wenn sie nachvollziehbar sind, kann man sie quasi auch demokratisch kontrollieren, meiner Meinung nach. Also das braucht es ja, um quasi auch dieses Thema und Algorithmen und KI einer demokratischen Kontrolle zu unterwerfen. Und was es meiner Meinung nach eben auch braucht, ist, dass es begleitende Prozesse braucht, die transparent kommunizieren, und dass es Aufsichtsinstitutionen braucht, die wiederum quasi breit verschiedene Stakeholder, Bevölkerungsgruppen vertreten. Das finde ich eben auch sehr relevant und wesentlich, vor allem wenn es um Algorithmen geht, die eben in sensiblen Bereichen, in sensiblen Politikbereichen auch eingesetzt werden. Und ich finde es auch wichtig, Organisationen, Vernetzungen zu stärken, die das quasi auch im Sinne des Lobbying zum Thema machen. Also in Österreich kenne ich jetzt noch kein großes organisiertes Netzwerk, aber in Deutschland gibt es Algorithm Watch beispielsweise, die auch Manifeste schreiben, an die man sich sozusagen ein Stück weit anlehnen kann, die dann auch dafür sorgen, dass das Thema entsprechend politisch gehört wird und politisch Druck bekommt. Und aufgefordert sind wir alle, weil vielleicht noch ein Beispiel, das jetzt ein paar Mal erwähnt wurde, war dieses Beispiel, dass über solche algorithmischen Systeme ja auch im Sozialbereich Erleichterungen herbeigeführt werden können, wenn man zum Beispiel leichter die Sozialleistungen abrufen kann. Ich kann aber sofort das Gegenbeispiel erzählen, dass dieses Beispiel aus UK, wo Menschen dann ihre Sozialleistungen abrufen können über den Computer oder ein algorithmisches System, dass sehr viele quasi nicht einmal die digitalen Kompetenzen oder den digitalen Zugang hatten, diese Leistungen abzurufen. Und damit sind wir bei dem zweiten Thema, das ich gern daneben stellen möchte, nämlich das Thema der digitalen Inklusion. Wir sprechen von Digitalisierung, wir sprechen von digitalen Kompetenzen, die wir alle erlernen müssen, wir sprechen von Literacy, aber wovon wir nicht sprechen, dass unglaublich viele Menschen eigentlich gar nicht beteiligt sind an diesen Prozessen. Und damit meine ich auch nicht nur benachteiligte Menschen oder langzeitarbeitslose Menschen, damit meine ich Menschen quer durch alle Bevölkerungsgruppen. Das ist zumindest die Erfahrung, die wir bei den sozialen Unternehmen machen, wo wir uns jetzt mit diesem Thema der digitalen Inklusion beschäftigen. Also wie schaffen wir es, diese Innovationen so zu gestalten, dass sie inklusiv sind, dass Menschen sich beteiligen können, dass Menschen tatsächlich wissen, was sie tun, und wie schaffen wir es auch, diese digitale Scheu, die es gibt, zu bearbeiten. Also wir wissen aus den sozialen Unternehmen, aus diesen ersten Untersuchungen, die wir jetzt selber gemacht haben, und aus diesen Gesprächen mit den Nutzern und Nutzerinnen, wie viele Menschen eigentlich unglaublich aufwendige Wege gehen, um sozusagen nicht die digitalen Tools, die das sind, verwenden zu müssen, die dann quasi fünfmal in den nächsten Ort fahren, um die eine Bankfiliale noch zu erreichen, weil sie sich im Online-Banking nicht auskennen. Und ich glaube, wenn wir das ernst meinen mit der Literacy und wenn wir das ernst meinen mit einer Gesellschaft, wo wir quasi diese Systeme verstehen, begleiten und demokratisch mitentscheiden, was wir wollen und was wir nicht wollen, dann müssen wir uns, glaube ich, auch ganz stark mit dem Thema der digitalen Inklusion beschäftigen. Es gibt, wie bei diesem Fallbeispiel, glaube ich, zwei Überlegungen, die wir anstellen müssen. Das eine ist das cui bono, wem nützt's? Das ist eine ganz entscheidende Frage in einem Zeitalter, wo wir ja fast alles technisch machen können. Wir können so vieles tun. Das ist kein Zufall. Wir haben die letzten 100, 200 Jahre mit technologischen Entwicklungen und sehr viel Wissen angehäuft. Und die können wir jetzt miteinander kombinieren. Und das explodieren die Möglichkeiten von Dingen, die wir tun könnten. Und jetzt müssen wir entscheiden, was tun wir. Und dabei müssen wir zuerst die Frage stellen, wem nützt das? Also auch in diesem Fall mit den Schülern ist das eine Frage, die würde ich an den Anfang stellen, aber zum Beispiel auch in ganz vielen Smart City Diskussionen und Technologien, die da ausgerollt werden, wem nützt das denn wirklich? Sind das nur die Industrien, die diese Systeme herstellen? Ist es nur die polizeiliche Überwachung oder nützt es tatsächlich auch den Bürgern, die in dem abbruchreifen Haus wohnen und vielleicht gar kein Internet haben? Das ist die wirklich wichtige Frage. Die zweite Frage ist auch eine gar nicht so schwierige. Ist es in Übereinstimmung mit den Prinzipien, an die wir glauben und von denen wir der Meinung sind, die müssen wir hochhalten? Ich habe die Menschenrechte erwähnt, da wird es noch ein paar andere geben. Und
wenn wir uns mal auf sowas geeinigt haben, dann wird man halt in vielen Fällen zum Schluss kommen müssen, das ist jedenfalls meine Meinung, dass wir das eine oder andere auch nicht tun, was wir tun könnten, nur weil es technisch möglich ist. Das ist schwer durchzuhalten. Das ist dann schwer durchzuhalten, wenn Sie eben, wie vielleicht bei diesen Kindern, da steht ein durchaus positives Ziel dahinter, und dann werden Sie aber vielleicht anfangen müssen, Datenquellen zu verknüpfen, von denen Sie eigentlich sich selbst geschworen haben, die würden wir nie verknüpfen. Das ist noch ein einfaches Beispiel, aber da gibt es dann ganz viele grenzwertige Beispiele. Möchten Sie dann sozusagen auch dem wahnsinnigen Massenmörder ein Privatrecht auf an Datenschutz zusprechen oder nicht? Wo liegen diese Grenzen genau? Und das sind ganz schwierige Fragen im Einzelfall. Ich glaube nur, dass sie in der Praxis deswegen nicht so schwer sind, weil wir eben so viel machen können und wir können auch so viel Nützliches tun. Wir haben ohnehin nur begrenzt Technikerinnen und Techniker. Daher ist die Entscheidung vielleicht gar nicht so schwierig. Ich gebe Ihnen ein nettes Beispiel, das ich vorletzte Woche gehört habe. Ein steirischer Unternehmer, dort zuständig für das Ausrollen von AI im eigenen Betrieb, hat erzählt, sie haben also ganz tolle AI-Anwendungen gemacht. Zum Beispiel haben sie unter anderem eine gemacht, wo sie Reisekostenabrechnungen der vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Betrug oder sagen wir mal Fehler in der Reisekostenabrechnung durchsucht haben. Und das hat toll funktioniert. Das waren also angeblich waren diese Fehler ganz leicht zu identifizieren. Die hat man wieder abgedreht. Ja, und da kann man sich jetzt selbst Gedanken, er hat nicht genau erklärt, warum, weil er der Meinung war, wir verstehen sofort, warum. Aber wir können uns schon vorstellen, warum. Aber warum genau, ist mir auch nicht sicher. Aber seine Conclusio war, es zahlt sich einfach nicht aus. Es gibt viel bessere Anwendungen, die man machen könnte, ohne die Leute massiv zu verärgern und vielleicht zur Kündigung zu bringen. Ich wollte noch kurz auf das Bildungsthema eingehen, weil das erscheint mir auch ganz wichtig. Das kommt immer in diesen Diskussionen und es ist auch wirklich wichtig, weil wir viel zu wenig wissen. Und jetzt muss ich leider wieder mit Facebook und diesen Dingen kommen. Der große Facebook-Skandal meiner Meinung nach ist ja nicht der, dass Menschen dort Dinge posten, von denen sie dann annehmen, das wird dann irgendwo in einem Algorithmus landen und das wird dann 20 Jahre später gegen sie verwendet, weil darüber wissen sie ja Bescheid. Der große Skandal, Cambridge Analytica und so weiter, ist ja der, dass Facebook Dinge gemacht hat, die eben nicht auf der Hand lagen, wo wir nicht gewusst haben, die machen das. Zum Beispiel, welche anderen Apps sind im Hintergrund geöffnet, wo bewegen wir den Mauszeiger hin, also Dinge, wo man ja nur staunen kann, und das sind Dinge, über die gibt es fast kein Wissen in der breiten Bevölkerung. Was WhatsApp auch heute so macht auf ihrem Telefon, wissen die meisten nicht. Da gibt es einfach einen ganz massiven Mangel an Grundverständnis, und das würde, glaube ich, schon viele Dinge sehr stark verändern, wenn man dafür mal ein Bewusstsein schafft. Das wären so Grundprinzipien, die ich mir eigentlich in der Volksschule erwarten würde, die aber in Österreich auch nicht gelehrt werden. An dieser Stelle möchte ich für Sie und für euch irgendwie öffnen. Ich würde ein bis zwei Fragen immer sammeln und dann zur Beantwortung geben. Damit auch alle wirklich die Möglichkeit haben, würde ich bitten, tendenziell kurz und knapp zu formulieren. Und dankenswerterweise stehen auch alle Diskutantinnen nachher zur Verfügung. Das bedeutet, Co-Referate oder längere Ausführungen würde ich auf später verschieben. Bitte, wer hat Fragen? Wir streamen nämlich auch. Okay. Nur eine Verständnisfrage. Wenn Sie von Europa sprechen, meinen Sie die EU oder Europa? Beides. Also es ist ja primär ist natürlich sehr stark irgendwie für uns in unserem Gesetzesablauf die Europäische Union eine Rolle, aber wir haben ja auch Rahmenverträge mit der Schweiz beispielsweise, mit Norwegen. Das bedeutet also beides gemeint. Also, Dankeschön. Und zwar mich interessiert, ob es auf EU-Ebene mal Maßnahmen gibt, irgendwie ethische Richtlinien zu definieren für AI-Anwendungen. Und wenn Sie sagen, das Verknüpfen von Daten, gäbe es eine unabhängige Organisation, die das quasi machen kann, personalisierte Daten zu verknüpfen, zu verknüpfen.
organisieren? Und wer soll entscheiden, ob das nützt? Dafür müsste es ja auch eine Organisation geben eigentlich. Danke. Also ja, die Europäische Kommission beschäftigt sich ganz massiv mit der Ausarbeitung ethischer Richtlinien für Artificial Intelligence in ganz unterschiedlichen Anwendungen. Das ist auch ganz wichtig, weil ein einfaches Beispiel ist natürlich Rechtssicherheit für Unternehmen, die AI in der einen oder anderen Form anwenden. Und da gibt es also groß angelegte Diskussionen, mit denen kann man zufrieden sein oder auch nicht. Auch alle Mitgliedstaaten beschäftigen sich mit Themen. Auch in Österreich gibt es einen eigenen Rat für Artificial Intelligence und Robotik. Und von all diesen gibt es ethische Grundsatzpapiere unterschiedlicher Qualität. Aber ja, so ist das halt in einem demokratischen Prozess. Die zweite Frage, bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich die richtig verstanden habe. Also theoretisch könnte man das machen. Man kann natürlich, also man kann Daten aus verschiedenen Datenbanken verknüpfen, ohne allzu viel über die Privatsphäre preiszugeben. Das ist technisch machbar. Je größer die Datenbanken und so weiter, desto einfacher wird das. Es gibt gewisse Dinge, die sind fast nicht anonymisierbar. Zum Beispiel Ihr Bewegungsprofil kann man so gut wie immer auf Sie zurückführen. Deswegen ist das mit dem Handy rumtragen so eine Sache. Aus prinzipiellen Gründen, weil die Bewegungsmuster alle fast eindeutig identifizierbar sind. Das ist ein riesiges Forschungsgebiet im Moment. Also, aber man könnte schon, es ist technisch möglich, wir können daran arbeiten, gewisse Kompromisse einzugehen. Es ist keine Alles-oder-Nichts-Frage, aber anonymisieren ist technisch ein schwieriges Problem. Es ist gar nicht trivial. Genau, ich würde dann noch ergänzen, in der Studie findet sich tatsächlich unter anderem die Kernprinzipien der High-Level Expert Group on Ethics of Artificial Intelligence, irgendwie sowas, oder on AI, ist auf jeden Fall eine aktuelle Initiative in der EU, die gerade auch so eine Ethikrichtlinie oder einen Vorschlag dafür veröffentlicht haben und grundsätzlich da, weil im Moment werden wir überflutet mit solchen Ethikrichtlinien und da gibt es von Algorithm Watch, wurde eben schon erwähnt, die betreiben da, glaube ich, eine Sammlung auf ihrer Internetseite, das Global, ich weiß nicht mehr genau, Global AI Ethics Catalog, irgendwie sowas. Das lohnt sich, da mal reinzuschauen. Man stellt fest, dass es also so furchtbar weit auseinander liegen die meisten davon nicht. Also man kann sich da, glaube ich, relativ leicht auf grundsätzliche Linien einigen. Und zur zweiten Frage, das fand ich ganz interessant aus einer europäischen Perspektive, dass das ja durchaus sehr unterschiedlich ist. In Deutschland und Österreich ist mit dieser Zweckbindung in der Verwaltung, was Daten angeht, ist ein sehr starkes Prinzip, dass Daten eigentlich nur für den Zweck, für den sie mal gesammelt wurden, auch ausgewertet werden dürfen, wo dann dieses ganze Linked-Data-Thema problematisch wird, es sei denn, man benutzt solche Kniffe, wie zu sagen, können wir den Zweck nicht weiter definieren und darüber dann vielleicht sagen, alles, was dem öffentlichen Interesse irgendwie nützt, gehört doch mit zum Zweck. Aber davon mal abgesehen, ich habe mir unter anderem das estnische Verwaltungsinformationssystem angeschaut und bei denen dieses System ist eigentlich genau das, nämlich es macht es möglich, Daten sehr einfach miteinander zu verknüpfen. Auch da gibt es, also oft denkt man, das wäre dann ein Free-for-all. Jeder, der in diesem Netz hängt, kann da frei auf alle Daten zugreifen. Ganz so einfach ist es dann nicht, auch da gibt es Regeln. Aber die sind, glaube ich, wesentlich weniger streng als in Deutschland. Und auch die Dänen machen es sich da wesentlich einfacher. Liegt auch daran, dass es ein zentralistischer Staat ist, wo es dann einfacher ist, auf die Daten verschiedener Behörden zuzugreifen. Und da, das ist vor allem interessant für diese großen Auswertungen, wo ich sage, ich möchte möglichst viele Datenpunkte da drin haben, um irgendwelche Big Data Analytics zu fahren. Unterscheiden muss man da natürlich dann die Sache mit irgendwie Verwaltungsautomatisierung auf der Einzelebene, wo es ja durchaus solche Ansätze gibt mit irgendwie Datentreuhänderlösungen, wo dann der Bürger im Zweifelsfall vorher einstellen kann, welche Daten darf der Staat quasi immer von mir sehen, wo soll er mich vorher fragen und ich sage dann, okay, bei diesem Antrag darfst du jetzt auch mein Geburtsdatum wissen. Das ist aber, also wenn man solche Lösungen, glaube ich, solche Opt-out- oder Opt-in-Lösungen für Big Data Analytics auch nutzen würde, dann hätten wir genau das eben angesprochene System mit der digitalen Inklusion, nämlich die Frage, wenn ich meine Politikempfehlungen auf Grundlage von Daten mache,
wo irgendwie die Hälfte der Bevölkerung gesagt hat, ja, aber meine Daten werden dann nicht mit einfließen, dann kriege ich ja ganz komische Ergebnisse, auf deren Grundlage man nicht regieren sollte. Das ist dann so ähnlich, wie wenn man politische Meinungsforschung anhand von Twitter betreibt, wohl wissend, dass auf Twitter nur ein sehr geringer Prozentsatz der Bevölkerung vertreten ist und der auch sehr schief in bestimmte Richtungen reingeht. Ich glaube zum Beispiel, dass mein Eindruck ist immer, Twitter besteht im Wesentlichen aus Journalisten. So, nur um das zu illustrieren, auch in solchen Richtungen wird es dann problematisch, da will man dann eigentlich alle Leute drin haben, um halt möglichst umfassende und allgemeingültige Ergebnisse zu kriegen. Ich darf noch ganz kurz eine ganz praktische Idee noch einbringen, abgesehen von so AI-Prinzipien ethischer Art, die alle schön und gut sind und für die ich auch bin, wenn sie gut sind. Es gibt Länder, die haben ganz einfache Sachen gemacht, wie zum Beispiel ein Algorithmenverzeichnis, also eine Liste all jener Algorithmen, wo in irgendeiner Form ihre Bürger klassifiziert werden. Ich weiß leider nicht mehr, es war entweder Neuseeland oder Australien. Und ein solches Verzeichnis allein wäre schon eine tolle Angelegenheit, wenn das zum Beispiel verpflichtend wäre. Nicht? Dann hätten wir wenigstens mal eine Chance zu wissen, ja, wo passiert denn das überhaupt? Das ist ja, also, das ist ja die viel schwierigere Frage. Jemand, der da vielleicht dubiose Dinge tut, wird das ja möglicherweise nicht an die große Glocke hängen wollen. Vielleicht noch ganz kurz Werbung in eigener Sache. Einige aus dem Publikum waren ja auch schon letzte Woche hier, für die anderen zur Information. Wir haben letzte Woche eine Studie vorgestellt zum Thema Big Data, Artificial Intelligence and Ethics in the Healthcare Sector. In dieser Studie haben wir uns auch ganz grundsätzlich angeschaut, Zugang zu Big Data und AI in Nordamerika, in Europa und in China. Und wir haben uns auch drei Kodifizierungsmöglichkeiten angeschaut, wie man das ins Recht bringen könnte. Mit entsprechenden verschiedensten ethischen Rahmen, die ganz grob gehen von hat Staatsbürgerschaft und gleiche Rechte irgendwie wie Menschen bis hin zu Systemen, die sich aus dem römischen Recht ableiten lassen, wo man so ein Master-Slave-Verhältnis hat, wo man sagt, Mensch ist irgendwie Master, irgendwie künstliche Intelligenz ist Slave. Ich werde es dann nach vorne nach dem Gespräch zum Tisch legen, also bitte auch gerne das mitnehmen. Aber jetzt würde ich gerne wieder aufmachen fürs Publikum, für weitere Fragen, Anregungen. Da vorne sehe ich. Ich hätte eine Frage. Also ich bin für Artificial Intelligence. Ich finde, das ist eine super Sache und so. Vor allem in Richtung eben medizinischer Wissenschaften, also die Daten dafür. Meine Frage ist, vor allem wenn man jetzt in Richtung Datenbank in Ministerien und so hineingehen würde, wie hoch, weil viele Leute haben ja Angst, was Hackangriffe angeht. Alles, was man programmieren kann, kann sozusagen auch gehackt werden. Und wie, ich stelle mir das halt sehr schwierig vor, wenn da wirklich ein Hackangriff passieren würde, wie viele Daten da sozusagen auch an die Öffentlichkeit gelangen würden und was das auch für einen Aufruhr in Österreich dann bewirken würde. Dankeschön. Gut, da würde ich vielleicht noch eine zweite Frage mitnehmen, wenn noch eine offen ist. Da, bitte. Vielleicht ganz kurz, mein Name ist Max Hanunkul. Ich habe auch das Glück, hier im Lab arbeiten zu dürfen. Das Thema Partizipation spielt hier auch eine Rolle und im Zeichen quasi der zunehmenden Digitalisierung spielt ja auch die digitale Politik eine immer größere Rolle, ja, und Formen, wie Menschen Teilhabe online realisieren können. Da ist ein ganz interessantes Phänomen, dass es ja zunehmend Werkzeuge gibt, wie Bürgermeinungen abgeholt werden und das fordert man immer mehr ein und das soll auch eine Bedeutung für die Gesellschaft haben, das soll berücksichtigt werden. Dann denke ich mir, wenn diese Werkzeuge jetzt eingesetzt werden, um die Meinung der Bürger abzusammeln, dass es wichtig ist, dass diese Werkzeuge auch so gebaut sind und so transparent sind, dass sie wirklich das tun, was sie tun sollen und was wir auch wollen, dass sie tun. Ja? Weil durchaus gibt es auch Werkzeuganbieter hier schon, die durchaus Werbung machen mit, da ist im Hintergrund Artificial Intelligence, die hilft, Informationen oder Eingaben zu clustern und derartiges. Also ich möchte nur eben anregen, dass gerade im Bereich dort, wo Artificial Intelligence quasi in Systemen eingesetzt werden, die jetzt politisch schon eine Bedeutung haben, auch dass man da hier einen besonderen Blick hinwerfen sollte.
Und vielleicht noch ein zweiter ganz kurzer Gedanke, was das Facebook betrifft, weil das denke ich mir auch immer, das ist wirklich eine ganz große Wunde eigentlich, dass auch durchaus unglaublich gebildete Menschen, die wirklich eigentlich das verstehen müssen, was für eine Gefahr in einer gewissen Weise hinter Systemen wie Facebook steht, weil sie so manipulativ sind, weil wir gar nicht wissen, was diese Systeme tun. Und wenn es uns nicht gelingt, sogar Menschen, die einen guten Überblick haben, ja, dazu zu bekommen, Facebook zu lassen oder zumindest kritisch darüber zu kommunizieren, damit andere Systeme entstehen können, ja, oder Facebook sich verändert, so dass es akzeptabel wird, bin ich ein bisschen besorgt. Und da denke ich, das Thema Literacy, das Sie ja so angesprochen haben, müssen wir auf vielen Ebenen spielen eigentlich, damit wir einen positiven Schritt weiterkommen. Danke. Das mit der digitalen Politik, das beschäftigt mich schon noch sehr. Und ich habe mir einige dieser Systeme auch angeschaut, die ja irgendwie höchst faszinierend sind, wo man einerseits Menschen einlädt, sich zu beteiligen, wo man wiederum Meinungen clustert, also wo man ja unglaublich viele Dinge damit tun kann. Das fasziniert mich sehr. Und ich glaube, ja, das wird der politische Entscheidungsprozesse und Beteiligungsprozesse in Zukunft sicher viel möglicher machen und breiteren Gruppen quasi Beteiligung ermöglichen. Ich finde es spannend, wie wenig man trotzdem noch davon sieht und hört und wie viele dieser Projekte, die schon begonnen haben, dann auch wieder abgebrochen wurden. Also ich finde eigentlich, hört man noch viel zu wenig drüber, das wird noch viel zu wenig angewandt. Ich finde, da gibt es noch ganz viel Potenzial nach oben. Die Frage, die mich in dem Zusammenhang einfach immer beschäftigt, weil das einfach quasi die Gruppe ist, mit der ich arbeite, ist, wie schafft man quasi auch hier die Hürde? Also wie schafft man hier auch tatsächlich Beteiligung? Das beginnt bei, wer hat überhaupt Zugang quasi zu, also das beginnt, wer hat Zugang zu Computer und Internet? Also das klingt jetzt so, als ob so wäre, dass das alle hätten, ist aber nicht immer so. Wer hat die digitalen Kompetenzen? Wie hilft man Menschen auch sozusagen über diese digitale Schwelle drüber? Und ich glaube, da braucht es einfach auch ganz viel analoge Angebote. Also ich glaube schon, die Dinge müssen immer Hand in Hand gehen, weil wenn wir das Thema Beteiligung insgesamt anschauen, da muss man ja auch sagen, gibt es so unglaublich viele Defizite in der ganz analogen Welt, was das Thema Beteiligung betrifft. Und es gibt wunderbare Standards der Öffentlichkeitsbeteiligung, wie Gesetze entstehen sollen. Da gibt es wunderbare Werke. Wir sind quasi auf Stufe 0, was das Thema Beteiligung betrifft in der analogen Welt. Und da muss man sich eben sehr gut überlegen. Nur weil man Dinge digitalisiert, heißt es ja nicht, dass sie besser werden. Insofern müssen wir uns gut überlegen, welche Tools verwenden wir dann wirklich und wie befeuern wir das? Eine große Chance ist das definitiv. Aber ich glaube, da müssen viele Prozesse Hand in Hand gehen miteinander. Eben nur, weil es digital ist, ist es tatsächlich nicht besser, aber eine Riesenchance liegt da ganz, ganz, ganz sicher drinnen. Aber nur dann, wenn alle beteiligt sind, weil sonst ist es keine gute Partizipation. Auch ganz kurz im Anschluss dazu. Ich bin ganz bei dir. Also ich glaube, das ist eine Riesenchance. Man muss natürlich sofort an die denken, die gar nicht digital angebunden sind und für die das daher ausgeschlossen bleibt, weil man sonst sofort einen massiven Bias reinkriegt. Aber ebenso wichtig ist, wie du richtig sagst, wir müssen uns genau anschauen, wie diese Systeme funktionieren. Was sind die Bewertungsschemata, nach denen die zum Beispiel, ich habe es vorhin schon erwähnt, Berichte uns liefern oder nicht liefern. Facebook ist ja ein massives Zensursystem, da wo gewisse Dinge gelöscht werden, automationsunterstützt und daher natürlich auf Basis von AI. Ich empöre mich immer sehr gern darüber, dass auf Facebook, es gab diesen klassischen Fall, Bilder des nackten David in Florenz, automatisch gelöscht werden. Und es scheint in Europa nicht wirklich viele Leute sehr zu stören. Ich finde es skandalös. Ich meine, wir haben hunderte Jahre in die Aufklärung gesteckt in diesem Europa, damit wir solche Dinge tun dürfen und sehen dürfen und publizieren dürfen. Jetzt kommt ein Amerikaner, der uns sein amerikanisches Wertbild überstülpt und es gibt keinen Protestaufschrei,
vielleicht von ein paar französischen Philosophen und sonst von wenigen Leuten. Das ist ein Skandal. Oder natürlich geht es auch in die andere Richtung, was sozusagen gezeigt werden darf. Und man muss sich da nicht, wir sollten uns da nicht täuschen. Der Standard hat seit vielen Jahren in seinem Online-System ebenfalls ein AI-Tool im Hintergrund, um die Kommentare zu filtern, weil es technisch Unterstützung braucht. Es ist menschlich nicht mehr machbar. Es geht aber noch einen Schritt weiter. Wir sind ja in diesen Systemen konfrontiert mit automatischen Systemen, die Berichte erzeugen. Und jetzt wird das mit der Politik besonders heikel. Das sind ja Chatbots im Einsatz, die, ich habe das nicht genau studiert, aber die irgendwelche Meinungen weitergeben und widerspiegeln und variieren, um den Eindruck zu erwecken, das wäre die Meinung einer breiten Masse, ohne dass die sich zu erkennen geben müssen. Was ich persönlich skandalös finde, ich erwarte mir, das muss doch als Mensch, finde ich, sollte ich ein Grundrecht haben, ich schlage das jetzt hiermit vor, ich sollte ein Grundrecht haben, dass sich AI mir gegenüber zu erkennen gibt. Als Maschine, also als physische Maschine, als Roboter sowieso, ist noch kein Problem, aber eben auch online als Chatbot. Also das ist wohl das Mindeste, also vielleicht was für die liberale Politik. Kurz zum Hacking noch. Da kann man nur sagen, ja. Ja, also kurzes Loblied auf die Europäische Union. Die GDPR hat wenigstens klare Regeln festgeschrieben, wenn zum Beispiel es zu Data Breaches kommt, was zu tun ist, dass binnen eines sehr kurzen Zeitraums die Betroffenen zu informieren sind. Das sind inzwischen, diese Regelungen wurden inzwischen fast weltweit in ähnlicher Form kopiert. Das heißt, man weiß wenigstens, dass was passiert ist. Aber ja, also natürlich und vor allem, wenn wir von Medizin sprechen, wird es besonders heikel. Entweder, weil es besonders sensitive Daten sind, wer hat welche Krankheiten und so weiter. Oder natürlich auch, wenn es dann um Dinge geht wie Operationsroboter, die einfach kommen werden, da kann man auch natürlich Leute töten, wenn man möchte. Es gibt ja eh schon in Da Vinci-Roboter. Ja, und diese Roboter werden wir haben wollen, weil die Hüfte einfach besser einsetzen als auch sehr gute Chirurgen zum Beispiel. Und dann muss man sich das überlegen und das bleibt ein Wettlauf der Akteure und beim OP-Roboter wird man vielleicht auch mal entscheiden, der hat halt vielleicht keine Internetanbindung. Ja. Genau, da kann ich auch nur sagen, ja. Ich möchte noch auf die Bürgerbeteiligungsfrage bzw. das Co-Referat eingehen. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal angeschaut, wie denn solche Visionen von datengetriebener Regieren und Verwalten, wie das denn dargestellt wird. Und was ich da ganz interessant fand, ist, dass in diesen Visionen, meistens geschrieben von irgendwelchen Unternehmensberatungen, die sind da ganz fleißig dabei, dass da Bürgerbeteiligung eigentlich keine Rolle mehr spielt. Weil wir brauchen das nicht als Informationskanal. Also ich muss keine Bürgerversammlung mehr einberufen, um zu wissen, was meine Bürger denken, weil ich kann, ich sehe auf Social Media, wenn ich das intelligent auswerten lasse, ja sowieso, was sie denken. Und wenn ich das besonders intelligent auswerte, weiß ich vielleicht sogar besser als sie selber, was sie eigentlich wollen. Und da schließt dann die Frage an, okay, wenn ich Bürgerbeteiligung nicht mehr funktional dafür brauche, um irgendwie Feedback aus der Bevölkerung mir einzuholen, möchte ich das trotzdem haben, zum Beispiel, weil ich das für eine wichtige Übung in einer Demokratie halte, dass sich alle Leute beteiligen und nicht irgendwie nur 5 Experten auf Grundlage von solchen Auswertungen dann Politik machen. Das ist aber was, wofür man sich bewusst entscheiden muss. Was auch ein wunderschönes Schlusswort ist, an der Stelle würde ich nämlich irgendwie den formellen Teil beenden. Wir haben hinten noch Getränke und Essen bereitgestellt, alkoholisch wie antialkoholisch. Ich bedanke mich bei allen Diskutantinnen, ich bedanke mich fürs Kommen. Wie gesagt, wir stehen jetzt noch gerne für eine Diskussion zur Verfügung und ansonsten vielen Dank fürs Kommen, einen wunderschönen Abend und bis bald. Applaus